Der Tiroler Tourismus ist mit der bisherigen Saison zufrieden und spricht von einem leichten Sommer plus. Trotz wechselhaften Wetters gibt es in vielen Regionen kleine Zuwächse bei den Nächtigungen. Neben Gästen aus aller Herren Länder entdecken offenbar auch die Österreicher wieder mehr den Urlaub im eigenen Land. Vor allem Wandern liegt mehr denn je im Trend und Actionsportarten wie Downhillbiken und Paragliden ziehen vor allem Junge an. Entscheidend für den Erfolg der Sommersaison wird jetzt noch der August sein, aber die Tiroler Touristiker sehen auch für diesen Monat eine durchaus starke Nachfrage. Wir bleiben beim Tourismus im weitesten Sinne. Die neue Edelrauthütte in den Pfunderer Bergen präsentiert sich ihrem Namen entsprechend wie ein Edelstein unter den Hütten. Außen gerade Linien und glänzende Panoramafenster, innen gemütliches Hüttenambiente. Die Kritik an den Modellen und Entwürfen im Vorfeld scheint nun verhallt. Martina Juda hat sich auf genau 2545 Metern ein Bild vom neuen Schutzhaus in den Zillertaler Alpen gemacht. Ausgehend vom Pfunderer Tal ist die Edelrauthütte schon vom Eisbrucksee aus zu sehen. Ein Stück moderner Architektur inmitten der Bergidylle. Die vorausgehende Kritik ob des futuristischen Erscheinungsbildes der neuen Hütte scheint ihre Grundlage verloren zu haben. Es passt voll gut hin, weil meine Tochter da gesagt, sie ist ja ganz überrascht. Weil hier auf Facebook und hier auch auf den Seiten, Internetseiten eher kritische Stimmen waren. Was mich eigentlich noch verwundert hat, aber jetzt bin ich selber gesehen, einfach schön. Die Landschaft fühlt sich nicht gestört durch die schnörkellose Linie des Neubaus. Holz als Baumaterial war auch Bestandteil der alten Hütte. Wichtiger als die Form sei ohnehin die Funktionalität. Meine Erwartungen so direkt haben wir uns nicht getraut zu heben. Wir haben einfach die Sache auf uns zukommen lassen. Die Maße ist super gemacht worden, von unten auch, aber das hat der Architekt auch sehr wohl bedacht. Der Matthias Cagnol, der ist allen wieder gekommen und hat sich auch informiert und hat sich auch an dem besorgen lassen in dem Bezug. Der Hüttenwirt ist zufrieden. Die Arbeit geht in der großzügig angelegten Küche gut von der Hand. An Platz scheint es auf den ersten Blick nicht zu mangeln. Mir persönlich gefällt es ganz gut. Das Einzige, was mir nicht so ganz gut gefällt, ist, dass innen in der Stube ein bisschen klein ist als ein bisschen eng. Und wir haben aber ganz super gegessen. Und sie sind sehr freundlich, die Hüttenleute. Und wir haben es ganz wohl gefühlt. Der Blick aus den Panoramafenstern verschafft trotzdem das Gefühl der Weite. Für eine ungetrübte Sicht müssen keine extra Putzstunden geleistet werden. Das ist halb so wild, haben wir gesehen, weil es ein Fenster ist, bei dem man auf das ein bisschen gedenkt hat. Das hat eine spezielle Schicht drauf, wo der Regen recht abprallt, wo man nicht die Tropfen alle sieht. Ja, aber natürlich muss man die Flächen ab und zu putzen. Die Zimmer sparen hingegen nicht an Raum. Die neue Edelrauthütte ist insgesamt viel größer konzipiert als die alte. So bleibt auch die Energieversorgung eine spannende Angelegenheit, denn an Schlechtwettertagen ist die Photovoltaikanlage nutzlos. Es sind ja Duschen auch drinnen, da muss man irgendwie schauen, um das Wasser zu produzieren, dass die nicht Leute in Unschauen sind. Und von dem her braucht es auch viel mehr Strom. Gell? Da kommt man noch mit dem Werkel nicht so